Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht wisst, ist gerade Deadpool 2 ins Kino gekommen. Und ich habe mir gedacht, was passt da besser, als mit euch einen Gutschein zu basteln. Der kann einfach super schön verschenkt werden und ich finde, es ist ein richtig schöner Hingucker. Für unseren Gutschein brauchen wir einmal eine Pappkarte. Ich habe eine rote genommen, damit ich den Deadpool einfach nicht mehr kolorieren muss. Dann brauchen wir einen Bleistift, einen Outline-Stift. Ich habe einen ganz normalen Stabilo genommen. Und dann habe ich noch einen weißen Gelstift für die Konturen. Und im Zweifelsfall, falls ihr euch mal vermalt, ist natürlich ein Radiergummi auch von Vorteil. Ich habe jetzt damit begonnen, einfach mal meinen Deadpool-Charakter im Chibi-Style quasi vorzumalen. Ich habe auch nebendran noch mein Handy liegen gehabt, damit ich einfach ein Bild habe, damit ich die Proportionen besser abschätzen kann. So sah das Ganze dann im Groben aus, wenn Kopf, Beine und Körper schon mal auf der Karte sind. Dann habe ich mich an die Einzelteile, an die Details gemacht. Und habe da zum Beispiel den Gürtel gemalt mit der großen Deadpool-Gürtelschnalle. Dann hat Deadpool natürlich auch immer zwei Schwerter dabei. Die habe ich ihm rechts und links so auf den Rücken gespannt. Und was ich auch noch gemacht habe, sind die schwarzen Schattierungen auf seiner Haut. Der hat ja am Bauch, an den Beinen und an den Armen immer so schwarzes Leder, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir mit unserer Skizze soweit zufrieden sind, dann fangen wir mit den Outlines an. Dazu habe ich einfach meinen Stabilo Fineliner in Schwarz genommen und habe die Skizzen, die ich vorher gemacht habe, damit einfach umfahren. Wenn ihr extra einen Zeichenstift habt für die Outlines, ist das natürlich umso besser. Ich hatte jetzt gerade keinen Griff bereit, daher nur der Stabilo. Aber auf diesem dicken Kartonpapier ist das auch nicht so schlimm wie auf diesem billigen Kopierpapier. Und auch wenn ihr jetzt über die Bleistiftzeichnungen irgendwie drüber malt und nicht genau die Bleistiftzeichnungen von der Skizze trifft, ist das gar nicht schlimm, denn ihr könnt das später einfach, wenn es ein bisschen getrocknet ist, mit dem Radiergummi einfach ausradieren. Dann macht es auch keine Schlieren mehr, wenn es getrocknet ist und man sieht die grauen Zeichnungen unten drunter auch nicht mehr. Als ich mit den Outlines fertig war, habe ich mich an diese Applikationen gemacht, habe die einfach mit meinem Fineliner schwarz ausgemalt und damit die Griffe der Schwerter auch noch ein bisschen detailreicher sind, habe ich da so wie so Dreiecke reingemacht. Beim Schwert ist das ja ganz oft, dass da so ein Band rumgewickelt ist, dass das einfach besser in der Hand liegt und nicht so leicht aus der Hand rutschen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hab dann einfach alle Punkte an dem Deadpool, die schwarz sind, mit meinem Fineliner schwarz gemacht. Und dann habe ich mir meinen weißen Stift geschnappt und habe einfach die komplette Figur einmal mit diesem Gelstift umfahren. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde, das ist immer so ein kleines Highlight. Das habe ich irgendwann mal im Internet gesehen, als das ein Comiczeichner gemacht hat und fand das echt klasse, weil schaut es euch an, ich finde jetzt durch die Linien ist es einfach mehr, nicht 3D, aber mehr strukturiert. Ich habe dann noch unten so ein bisschen mit so Zickzacklinien einen Boden dargestellt und habe noch zwei Blümchen hingemalt. Und am Schluss habe ich mit meinem weißen Stift noch so ein paar Lichtreflexe gemacht, damit es einfach ein bisschen realistischer aussieht. In die obere Ecke habe ich so eine Art Filmstreifen, Filmrolle gemalt, einfach damit man erkennt, dass es ein Kinogutschein ist. Aber man kann natürlich dann auch innen noch einen lieben Text für die Freundin oder den Freund reinschreiben oder einfach einen Gutschein reinschreiben. Dann war unsere Karte auch fertig und ich finde, sie ist richtig schön geworden. Ich habe da dann noch für meine Freundin ein Blatt gedruckt und eingelegt, damit sie weiß, was sie erwartet. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.